Hallo, da bin ich wieder und diesmal mit einem Haul-Video. Warum wieder ein Haul-Video? Weil ich in den letzten, so vor 4 Tagen ungefähr, was bei Elf bestellt hatte. Und zusätzlich hatte ich am Wochenende Geburtstag und, also, irgendwann mal jetzt. Ich weiß jetzt nicht so genau, wann ich es hochladen werde, deswegen könnten jetzt ein paar Missverständnisse entstehen. Geburtstag hatte und da habe ich auch so ein paar Kosmetikprodukte geschenkt bekommen und da dachte ich mir, ja, mache ich jetzt mal so ein kleines Haul-Video in Anführungsstrichen. Erstmal komme ich so zu dem Elf-Haul. Ich habe mir gedacht, da so viele Gurus immer von Elf reden, so viele Sachen dort bestellen und ich auch einfach mal so ein paar Sachen bräuchte und es eigentlich, dort gibt es auch sehr preiswerte Pinsel, preiswerte Kosmetik, kommt drauf an, was ihr genau kauft, aber trotzdem. Und ich habe mich so umgehört, eigentlich recht gute Sachen. Deswegen wollte ich mich jetzt auch mal informieren und was ausprobieren. Ich habe mir dort 3 Sachen gekauft. Einmal diesen Eyelid Primer von Elf. Und der hat, ich kann euch gleich die Preise nennen, 1,79 gekostet. Die Versandkosten waren 3,95, sage ich jetzt schon mal. Und ja, werde ich mal ausprobieren. Vielleicht werde ich auch mal eine Review bald zu den Sachen machen. Dann habe ich als nächstes einen Mineral Infused Face Primer. So sieht er aus, wie ich finde die Verpackung. Ich finde die echt toll. Ich finde sie auch ziemlich schick, die Verpackung. Der hat 8,99 gekostet. Und ja, wie gesagt, es ist ein Primer. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich mein Make-up drauf so verhalten wird die nächsten Tage. Bin ich wirklich sehr gespannt. Dann habe ich als drittes Produkt noch so ein Mineral Puder für gegen Hautunreinheiten mit Teebaumölextrakten und was weiß ich. Ja, das ist es. Da so groß ist das. Im Internet kann man ja nicht sehen, wie groß es ist. Dazu kam dann noch dieser kleine Mini-Pinsel zum Auftragen. Und da werde ich jetzt auch mal, werde ich dann wahrscheinlich auch berichten, wie das, ob das fördernd ist für die Haut oder ob das eher einfach scheißegal ist, ob man das verwendet oder nicht. Bevor ich es vergesse, der hat 12,99 gekostet mit dem Pinsel mit. Ich mache jetzt weiter mit dem Geburtstagshaul. Und zwar habe ich da so 3 Sachen fürs Gesicht bekommen, sage ich mal. Der Rest ist so für die Nägel. Und da fange ich am besten erstmal an mit dem Translucent Loose Powder von Essence, das ich geschenkt bekommen habe, von der Limited Edition, 50s Girl Reloaded. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, und dann habe ich noch 2 Sachen von Kiko bekommen. Ihr müsst einfach mal im Internet, wenn ihr nicht wisst, wo es so einen Kiko-Shop gibt, einfach mal im Internet eingeben, Kiko Make-up, und dann werdet ihr bestimmt auf der Seite von denen sehen, ob irgendwo ein Geschäft in der Nähe ist bei euch. So, das ist so ein Blush. Ja, die Verpackung finde ich schon mal sehr schön. Und so sieht es aus. Ich weiß nicht, ob man was erkennt auf meiner Hand. Oh ja, da oben, das ist dieses leicht rosane. Glitzert sehr, sehr stark. Man sieht hier vorne, dass da überall dieses Glitzer ist. Dann ist dieser kleine Pinsel mit drin und hier oben ist noch so ein kleiner Spiegel. Ja. Dann habe ich noch eine Sache von Kiko und das ist nämlich ein Eyeliner. Und jetzt kommt der Burner. Also ich finde ihn echt geil, weil ich glaube für so ein Nachts, so ein Augen-Make-up, um das zu machen, es ist einfach richtig Gold. Und ich glaube, es wird echt geil sein und vielleicht wird mir was ganz, ganz Schönes einfallen und dann kann ich so ein kleines, ja, Eye-Make-up dazu machen. Hier habe ich es auf der Hand, hier oben. Es ist sehr hoch pigmentiert, das ist, was mich an dem hier sofort überzeugt hat, weil ich die einzigen schimmernden Eyeliner, die ich kenne, sind von Essence und die sind, ja, das Glitzer ist sehr verteilt und hier ist es wirklich so einfach durchgehend und das finde ich einfach wirklich toll. Dann zu meinen nächsten Sachen, die ich so für die Nähe gefunden habe. Da wird es echt etwas schwer, euch zu sagen, von wo es ist, weil da keine Marken draufstehen und ich natürlich auch nicht bei Geburtstagsgeschenken nachfragen will, ja, von wo ist das denn? Also, das ist ein bisschen blöd, aber sonst, ja, werde ich euch das erstmal zeigen. Einmal habe ich hier so kleine Nail Art-Teile, das sind so kleine Früchtchen, ich hoffe, man erkennt es. Hier ist zum Beispiel eine Wassermelone, Erdbeeren, Äpfel hier unten, finde ich total süß irgendwie. In der Herzform. Und dann habe ich noch so 2 Glitzer-Sachen für Nail-Art-Zwecke bekommen. Einmal so ein lilanes und so ein pinkes. Ich habe das pinke hier auch eben gerade vorne drauf. Man sieht es aber nicht so ganz. Vorne an den Spitzen. Und dann habe ich noch so 2 Schablonen bekommen. Die andere habe ich eben gerade nicht hier, weil die muss ich noch sauber machen, weil ich sie benutzt hatte. Und auf der anderen ist so ein Cupcake-mäßig was drauf und das fand ich so süß.
Und ja, und mir gefallen die Muster. Ja, und ich werde das bestimmt, die Sachen irgendwann mal in einem Nähtutorial versuchen mit einzubringen. Ja, und das war es erstmal so an die Sachen, wo ich denke, dass es relevant ist, wenn ich sie euch eventuell mal zeige. Ja, und eventuell kann ich immer so Reviews machen nach einer Zeit, weil ich finde, sofort kann man halt einfach nichts sagen, sondern erst, wenn man so ein paar Wochen lang die Sachen ausprobiert hat, weil sonst kann man, finde ich, einfach überhaupt nicht sagen, top, flop oder sonst was. Ja, das war mein Elf-Haul, Geburtstags-Haul-Video. Dann bis zu meinem nächsten Video und ja, bis dann. Ciao.